Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen wird vieles, was jetzt nächstes Jahr passieren wird, was hier allgemein passieren wird, wird vieles dauern. Ne? Auch die 7-Sterne-Einführung, die wird es ja auch geben, aber das sollen die ersten 7 Sterne erst am Sommer 2022 eingeführt werden. Die neuen Meisterungen sollen im ersten Quartal und im zweiten Quartal ankommen. Und die Gold und sonstige Sondermissionen gibt es erst dann halt, fängt alles an am 20. Dezember bis zum 5. Januar. Dann ist auch dieses Geschenk-Event, was sowieso ein Witz ist. Ja. Also vieles ist, vieles läuft halt nicht so, wie es laufen sollte. Und naja, was will man da auch mittlerweile sagen, ne? Wenn man nichts zu melden hat, wenn man aufgekauft wurde von den Marple, dann hat man das Problem, dass man, wisst ihr, das Problem ist, dass es sehr komplexe Sachverhalte ist. Und ich erzähle euch nur, ich verallgemeine das letztendlich, ich versuche es euch so einfach wie möglich zu erklären, weil das sind so Sachen, interne Sachen, da reicht es nicht aus. Ne? Also es ist wie mit den Gesetzen. Ne? Es gibt Gesetze und es gibt Klauseln und es gibt Urteile. Und weil das so vielseitig ist, kann man das nicht so sagen. Man liest einen Paragraphen und das war's. Und der den Paragraphen nicht Gefolge leistet, der ist der Bösewicht und man muss ihn umbringen oder vernichten. Ne? Das ist halt einfach nicht so. Das Leben ist komplex und manchmal machen es diese Leute auch kompliziert. Und Kevin hat nichts zu sagen im Endeffekt, aber sie dürfen es nicht so korrespondieren, weil es, ne, wenn die Leute mehr transparenter wären, dann würde diese ganzen Lug-Betrug nicht passieren. Dann würden auch damals die Banken, die pleite gemacht haben, diese ganzen Kunden hätten ihre Vermögen nicht verloren. Und die Verbrecher, die ihre Vermögen nie verlieren, hätten dann, alles wäre halt anders gewesen. Ne? Jetzt haben wir was ganz Lustiges. Jetzt haben wir den Lauterbach, meinen Liebling mittlerweile. Der ist der beste Komiker ever. Echter Komiker. Also ich bin für ihn zum Karl Lauterbach eine Null, ganz ehrlich. Der Mann ist der Hammer. Und dann war er neulich vor ein paar Tagen, also die meisten verfolgen ja nicht Politik, aber ich fand es trotzdem vor ein paar Tagen. Und das kann man sich auch so an Marvel-Interview erinnern, als jemand die Marvel-Interviews überhaupt anschaut. Und dann hat er gesagt, ja, wie jetzt, was haben sie jetzt, impfen doch oder genesen? Oder wieso müssen Genesen sich impfen? Und wieso ist da jetzt das? Und er so, ja, also das so, ja, ich meine, ich, ja, oh, was soll ich sagen? Also die Impfpflicht, ja, also die kommt nicht. Ja, wie jetzt, kommt sie jetzt? Sie haben doch gesagt, sie kommt, also sie kommt schon, aber irgendwie nicht. Also, wir wollen erstmal abwarten. Ja, wie jetzt? Wollen Sie abwarten? Und also, eigentlich nicht. Ach Gott, das war lustig. Und so war es auch bei Marvel. Bei Marvel gab es ein richtig geiles Interview, das ist schon länger her. Da hat er gefragt: Ja, seid ihr jetzt nun, habt ihr die Bugs jetzt verursacht oder nicht? Und er so: Naja, also die Bugs sind nicht wegen uns entstanden. Ja, wie jetzt? Also, das ist ein besonderes, ja, wie was jetzt? Also, also der Bug, der ist also aus Versehen passiert. Ja, wo ist jetzt aus Versehen ein Bug passiert? Also ich meine, das war, also, das war, also, und das ist immer lustig, ne? Ich fände es lustig, wenn die Sachen, die schon passieren, das zeigt halt, dass sie menschlich sind, dass sie halt von vornherein halt vieles falsch gemacht haben und dann versuchen sie halt zu lügen, betrügen. Das ist halt schade, weil das brauchen sie gar nicht. Ja. Das ist genauso wie dieses automatische System, das mit dem Kämpfen sollte eigentlich alles erleichtert sein. Dann hat er eine gefragt, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Warum ist die KI eigentlich so dumm? Automatisches System. Und sagt der andere von Gebäude, naja, das ist halt eine Beta-Version. Also, ja, der andere Moderator fragt, ja, wie jetzt? Wie Beta? Ich dachte, das wäre schon die 2.0-Version. Nee, 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 nee. Also, die erste war die Beta und das ist jetzt die 1.0 eigentlich. Aber was jetzt? Links oder rechts? Und das ist halt das Geile dran, ne? Da kommen die ganzen Lügen halt von den ganzen Leuten auf, ne? Die können sich dann halt nicht mehr rausreden, aber die Leute glauben trotzdem und wählen den,